Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, ich bin heute wieder der Dussel hoch 3 und habe vergessen, das Mikrofon auszumachen. Nein, die Kopfhörer. Nee, das Mikrofon auszumachen. So. Ja. Gestern gab es kein Euro Truck Simulator, weil YouTube nicht so wollte, wie ich das wollte. Und aus dem Grund gab es technische Probleme. Ich habe dann meinen alten Spielstand geladen und habe mir gedacht, okay, dann erzähle ich halt heute wieder aktuelle News. Gestern gab es eh nicht so viele und ja, da habe ich dann über Hunds und Kunst erzählt. So, heute gibt es aber meine News über Euro Truck Simulator 2, das Add-on, was kommen wird. Jawohl, dieses Add-on wird auf manchen Seiten 9,95, auf manchen 8, auf manchen 12, aber so in dem Schnitt 10 Euro fürs Add-on. Finde ich ein guter Preis bis jetzt. Geht. Futures Truck Simulators wird sein. 13 neue Städte, 4 neue Länder. Also, die Länder sind als Bleistift. Einen Augenblick, hier gerade nicht. Das war hier gleich. Mann, was leckst du? Das war hier gleich nicht irgendwo drauf. Brummen. So, jetzt können wir jetzt schon wieder beschleunigen. Es gibt 13 neue Städte, 4 neue Länder. Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Und riesige neue Straßennetz. So, das war alles, was in diesem Add-on bei ist. Finde ich persönlich jetzt ja nicht schlimm. Ja, aber ich hätte gedacht, da kommen nochmal die neuen LKWs. War das nicht am Anfang? Was bremst du? War das am Anfang nicht so abgesprochen, Leute, bei denen? Also, ich bin gerade etwas überfordert mit der ganzen Sache. Überfordert nicht, aber ein bisschen sprachlos. Weil ich hätte echt gedacht, es wird ein neues... Die neue Dingens damit bei sein. Nochmal neue LKWs. Oh. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt, weil ich unbedingt an meine Tasse Kaffee, an meinen Kaffee wollte. Also ich war der Meinung, dass bei den Euro Truck Simulator jetzt wirklich noch LKWs mit bei sind, neue. Aber anscheinend nicht. Macht mich ganz traurig. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ne, ich hätte echt gedacht, es gibt neue. Ich hätte gedacht, es gibt den neuen MAN. Und noch irgendwas habe ich im Forum gelesen. Aber laut der Seite, wo ich das jetzt geguckt habe, gibt es nur 13 neue Städte, 4 neue Länder. Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei. Und riesige neues Straßennetz. Das ist alles. Also wenn jemand weiß, ob es noch neue LKWs gibt, würde mich sehr interessieren. Vielleicht stimmt das hier nicht so ganz, aber Volvo hat zum Beispiel einen neuen LKW herausgebracht und dies und jenes, also. Ach ne, den haben wir ja, glaube ich, gekriegt, ne? Den Volvo. Ich glaube, auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie war ich fest in der Überzeugung, dass da noch Add-ons zukommen. Also noch LKWs. Schade. Dann habe ich nämlich gedacht, okay, dann zum 20. Wir haben ja genug Kohle hier, dass ich dann halt beigehe und hier richtig schön dick fett die neuen Add-on, also das neue Add-on dann drauf mache. Und dann schön geschmeidig mit euch ja, das neue Add-on spiele und einen neuen LKW dann gleich. Aber anscheinend gibt es wohl keinen neuen LKW. Gut, vielleicht werde ich noch heute von euch was Besseres belehrt. Wäre schön, wenn sich da vielleicht jemand zu äußert und was er davon weiß in dem Sinne. Also ich habe jetzt vorhin nichts gefunden, ob da jetzt noch LKWs bei sein sollen. Aber so manche von euch kennen ja mit Sicherheit so ein paar schöne Seiten, wo vielleicht sowas stehen sollte. Irgendwie war ich mir sicher, dass da LKWs bei sein. Aber gut, ich will mich jetzt auch nicht darauf so festkauen. Und zwar ein kurzer Schnitt und wir hören uns gleich. So, und da bin ich auch wieder zurück. Ja, für euch nur ein ganz kleiner Schnitti-Schnatt. Und zwar geht es heute GTA 5. Vorsicht bei illegalen Downloads. Jawohl. Und zwar ist GTA 5 wohl irgendwie an so ein paar Personen gekommen. Und ihr wisst ja, GTA 5 gibt es ja noch nicht für den PC. Richtig? Und wir PC-User werden ja immer so beurteilt, oder allgemein der PC wird ja so beurteilt. Der PC macht die ganzen illegalen Visionen. Ja, und jetzt lese ich heute Morgen so einen Beitrag, wo drin steht, Torrent.
total überflutet mit Xbox 360 und PS3. Okay. Und es hat ja jemand, das habe ich auch erzählt, die Tage bei Euro Truck Simulator hat jemand so erzählt, seine Meinung nach sollten PC-Spiele dadurch lernen. Also man sollte keine PC-Spiele mehr entwickeln und dafür nur noch für PS3, PS4 und bla bla bla, was halt rauskommt. So, und ja, seine Aktion ist wohl ganz schön nach hinten losgegangen, weil darüber haben sich mal manche Leute schlau gemacht und es heißt wohl, es gibt wohl mehr illegale Downloads für Xbox 360 und PS3, wie bevor vermutet war. Und so ist es jetzt zum Beispiel wie bei GTA 5, wer zum Beispiel das Spiel, es wird ausdrücklich gewarnt, wer sich das Spiel downloadet, da ist eine Datei mit drinne, die euch in dem Sinne ein reindrückt in dem Sinne, dass die Leute euch eine Strafanzeige reindrücken können. Ja, und in dem Sinne Rockstar Gamings ist auch dabei und sperrt bestimmte Sachen und dies und jenes bis Dienstag, bis in dem Sinne dieses Spiel offiziell rauskommt. Ich glaube, Dienstag war der Release für die Konsolen. Und vorhin meine Aussage, es soll kein Burst wieder gegen die Konsolen sein, sondern es soll einfach mal daran sein, dass der illegale Download auf PC genauso verbreitet ist wie auf PS3 und Xbox 360 und nicht nur der PC macht die illegalen Downloads. Wer beim PC noch illegalen downloadet, ja, der hat immer noch nicht die Seiten gefunden, wo man billig die Spiele kaufen kann. Ja, ich downloade doch nicht ein Spiel als Beispiel, wo ich nur noch 30 Euro für ein Release-Spiel bezahlen muss. Ich weiß nicht, wie doof dann manche Leute wirklich noch sind. So leid es mir tut. Also ich tue es mit Sicherheit nicht und ich werde es auch niemals tun, weil 30 Euro für ein Spiel ist auf gar keinen Fall zu viel verlangt. So leid es mir tut. 30 Euro ist absolut okay. Ja, absolut und ja, und wenn man sich überlegt, beim PC, wer dann 2 Wochen wartet oder so, bezahlt fürs Spiel dann nur noch 20 Euro. Ja, und wenn man dann nochmal wartet, kriegst du dann irgendwann die Spiele für ein Apfel und ein Ei hinterhergeschmissen. Ja, also das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Das war genauso als Beispiel, nämlich das Splinter Cell Blacklist, wo ich das in dem Sinne für den Gewinnspiel gemacht habe, waren das irgendwie über knapp 50 Euro. Ist ja auch, darum geht es gar nicht, aber ich will dieses Beispiel nehmen. Jetzt bekommt man dieses Spiel für 27 Euro. Und Splinter Cell Blacklist ist kein schlechtes Spiel. Ja, und darüber sollten sich vielleicht manche PlayStation-User vielleicht auch mal Gedanken machen. Nämlich, eure Preise sinken nicht. Eure Preise bleiben immer absolut hart und hoch. Und ich glaube eher, dass es da mehr illegale Download gibt. Und es soll auch nicht jetzt hier ein Burst wieder gegen die Konsole und Flugzeug. Habt ihr das gesehen? Da war ein Flugzeug. Jetzt ist es weg. Ja, wie geil war das denn? Absolut pornös gerade. Ja, es geht einfach darum, wer beim PC noch illegal downloadet, hat vom PC-Markt, was mit Spiele etc. zu tun hat, keine Ahnung. Und wenn sich die kleinen Jungs, die in dem Sinne noch nicht das Alter haben und die Eltern das Spiel verbieten und die Eltern keine Ahnung haben, dass der Junge da downloadet, dann sollten eigentlich die Eltern dafür haften und richtig haften, wenn ich ganz ehrlich bin, weil jeder Elternteil ist verpflichtet, heutzutage das Internet zu beobachten, was der Junior da macht. Und wenn es ein Protokoll ziehen ist, ja, man kann heutzutage Protokolle aus dem Router speichern etc., da sieht man ganz genau, was er tut und dies und jenes. Oder einfach die Aufsichtspflicht nicht verletzen, wenn der Junge vorm Rechner sitzt. Weil sowas vergessen mich auch manche Eltern, ja? Man darf nicht einfach sagen, geh in dein Zimmer vor deinen Rechner und halt deine Schnauze. Ja, damit verlierst du auch schon deine Aufsichtspflicht, liebe Eltern. Also, naja, okay. Gerade weil das Internet heutzutage genauso ist, wie als wenn er nachts auf die Straße geht. Einfach gefährlich. So muss man es einfach sagen. Ja, da kann nichts Menschliches an denjenigen passieren, aber halt, ein Junge kann sich sehr schnell strafbar machen im Internet. Auf jeden Fall will ich wieder aufs Thema zurückkommen. Es geht einfach darum, Leute, zieht es euch nicht runter für die PS3, Xbox. Ihr werdet es eh nicht spielen können und eure Eltern werdet eine Anzeige nach Hause bekommen vom Rechtsanwalt etc.
Ich will da extra nochmal drauf hinweisen. Lasst es sein. Es bringt euch doch eh nichts. Ja, wenn eure Eltern eh euch das Spiel erlauben zu kaufen, dann habt das doch sowieso Dienstag. Wartet es doch einfach ab. Also ich verstehe einfach diesen Sinn nicht. Warum man unbedingt dieses Ding... Ja, ich will jetzt auch Battlefield 4 haben, weißt du? Nee, ich erreiche jetzt IA. Nee. Und hol mir das Spiel, wisst ihr? Das ist doch Blödsinn. Das ist doch absoluter Blödsinn, ja? Klar ist man heiß hier auf Battlefield 4. Gerade ich und Spawny, ja, wir sind so heiß, ja? Uns kommt es schon oben aus dem Kopf raus, ja? Wir brennen förmlich. Ja, und trotzdem können wir es nicht spielen. Und dann gibt es noch eine kleine News, was bei uns hier auf dem Channel ist. Und zwar, wir haben gestern 5 Stunden gestreamt, Leute. 5 Stunden bei Twitch gestreamt. Ja, wir haben gestern Star Wars die neue Folge angefangen. Die neue Seite in dem Sinne. Und aus dem Grund steht heute bei Star Wars... steht heute bei Star Wars, dass wir in dem Sinne... ein Ende ist. Und wir fangen dann in dem Sinne ab morgen dann wie gewohnte Uhrzeit mit Star Wars wieder an. Ja, und wir haben jetzt gestern das erste Mal 5 Stunden gestreamt. Wir sind sehr spät angefangen, Viertel nach 8 ungefähr. Es soll dann bald früher starten, zwischen 16 und 17 Uhr. Es wird auf jeden Fall jetzt jeden Sonntag gestreamt. Man muss dabei sagen, noch ist der Stream ein bisschen laggy, weil wir müssen erstmal da irgendwie so Premium werden bei Twitch und dann kann man da auch bestimmte Einstellungen vorziehen, dass ihr euch die Qualität da aussuchen könnt und dies und jenes. Also, ja. Also wir bräuchten in dem Sinne eure Unterstützung, um da Premium zu bekommen, weil man bekommt nur Premium, wenn man in dem Sinne Zuschauer hat, da ohne Ende. Gestern haben so ein paar Leute zugeschaut, war ganz witzig, wenn ich ganz ehrlich bin. War mal was anderes zu streamen. Also, und es wird jetzt so ablaufen, dass der Andi streamt jeden Sonntag. Also, ihr könnt euch jetzt auch bei Twitch das Video anschauen. Das geht 5 Stunden. Das ist bei Twitch drauf. Braucht er nur Glabur24459. Wie der YouTube-Account in dem Sinne auch. Braucht ihr nur suchen. Und dann könnt ihr beigehen und könnt in dem Sinne euch das Video angucken von Andi seiner Seite. Erst spielen wir in dem Sinne getrennt. Das kann man ja in dem Sinne verraten. Sprechen uns noch ein bisschen gegenseitig rein und später werden wir dann in dem Sinne zusammenspielen. Ab Level 10 sind wir dann zusammen. Ich glaube 9 Videos, also was auf dem Let's Play Channel kommen, 9 Videos ungefähr sind wir getrennt und ab dann sind wir zusammen. Es könnte auch weniger gewesen sein, ich will mich jetzt gar nicht festlegen, Leute. War sehr lustig, muss ich wirklich sagen. Mir macht es Spaß zu streamen. Ist mal komplett was anderes. Und wir werden auf jeden Fall probieren, öfters zu streamen. Vielleicht machen wir heute Abend schon den nächsten Stream mit Metal of Horner. Was ich dann in dem Sinne streame und der Andi dann in dem Sinne Let's Played. Wir wollen mal schauen, ob wir das so ein bisschen hinbekommen. Und Metal of Horner streamen ja auch nicht viele. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Leute, die das Spiel halt mögen. Ja, wir wollen mal sehen, was wir da noch so machen. Es läuft noch ein neues Projekt nebenbei. Manche Leute werden sich sehr, sehr freuen. Gerade die so auf SimCity stehen, die werden sich bei diesem Spiel auch sehr freuen. Aber wann das erste Mal veröffentlicht wird, wissen wir noch nicht ganz. Wir produzieren da gerade übelst vor. Ich glaube, wir haben schon knapp 6 Stunden Videomaterial oder so aufgenommen. Wir wollen dieses Projekt sehr weit vorab aufnehmen. Geht einfach darum, dass wenn, ja, es kommt ja jetzt ein neues Spiel nacheinander, dass wir dann wirklich in Ruhe und vernünftig mit euch das Spiel durchziehen können. Genau. So, Leute, ich würde dann sagen, das war's für heute. Das war Euro Truck Simulator 2, der News Truck auf dem Montag. Sorry, dass es gestern keins gab. Ich hatte wirklich Probleme mit YouTube. Ich konnte nichts hochladen mehr. Es ging gar nichts, also... Spawny hatte auch komplett das gleiche Problem. Ich wollte ihm dann die Datei schicken, dass er es sendet. Ging leider auch nicht. Und naja, gut, YouTube hat das halt manchmal. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Es kann halt mal passieren. Ja, ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Ja, vielleicht schaut mal bei Twitch vorbei. Könnt euch das Video da anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Glabur. Ciao, ciao.